Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Binding of Isaac mit dem Print im TS-Mobil. Was man mal zeigen kann, ich habe unseren TS mal ein bisschen umgestaltet. Warte mal, ich zeig das gerade mal. Monitoraufnahme, ja. Das geht ganz gut irgendwie. So, da sieht man den TS und hier sieht man das unsichtbare TS-Mobil, streetplay.de. Das ist sehr geil. Aufnahme, Eingangshalle, labern und so. AFK, schlafen, Mikrowelle, Let's Play schauen, was man so tut am Tag. So, warte mal, Gameaufnahme. Ja. So. Ja, auch immer in die Mikrowelle. So. Ich Langeweile hab. Was nehmen wir denn heute? Samson, Bloodlust, Isaac. War der nicht, Samson oder Samson oder wie der heißt, war der nicht, dass er irgendwie immer stärker wird von Raum zu Raum oder so? Ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt einfach mal ganz normal Isaac genommen. Ganz so, ja. Klassisch. Mal gucken wir mal, was das so wird. Damals wäre er auch ohne alle anderen ausgekommen. Ganz am Anfang warst du scheiße, ich bin so oft gestorben. Aber so mittlerweile wird man ja auch geskillter. Steuerung war ein bisschen tricky. Ich hätte auch gerne mit Gamepad gespielt, aber ich habe ein Gamepad. So ein Xbox Gamepad, aber das ist, naja. Ich habe den, die bauen immer solche Mikroadapter, machen sich aber keine Sorgen darum, dass die irgendwann vielleicht mal verloren gehen könnten. Ja, habe ich schon gehört, die sind scheiße klein. Ja, und das ist einfach, das ist dann irgendwann mal verloren gegangen. Ja. Habe ich nie wieder gefunden. Tot. Ich hab mir irgendwann mal wegen Super Meat Boy, Oh, jetzt muss ich weinen. So ein 5-Euro-Ding oder so gekauft. Hm. Doch, das ist aber scheiße. Ja, der Controller an sich hat 50 Euro gekostet. Ja, aber jetzt ist das Ding weg und weißt du, da ärgerst du dich über jetzt. Aber, naja. Ich werde mir einen neuen kaufen. Aber für Castle Crashers und so und. Allgemein ist ein Controller schon ganz geil manchmal. Ja. Auch bei The Binding of Isaac. Ich würde schon mal ausprobieren, wie das ist. Aber ich werde ja spätestens mit Controller spielen können, wenn ich mir jetzt dann die PS4 hole. Holst du dir? Ich habe sie vorbestellt. So. Ich habe sie vorbestellt, echt. Und ich hoffe mal, dass ich nicht in Verzug reinkomme und sie noch kriege, bevor sie irgendwie komplett out of stock ist und dann warten muss 2-3 Monate, bis man so ein Ding kriegt. Weil es ist ja so, ist jetzt echt schon ausverkauft, wenn sie jetzt vorbestellt, dann wartest du noch mindestens ab Release 2-3 Monate, bis du sie dann endgültig kriegst. No. Naja, aber es ist bei Xbox auch so. Und ich bin ja mal gespannt, ich habe mich extra für die PlayStation entschieden, weil ja, die Xbox hat sich so, naja, so manches ja, geleistet. Total kacke. Mich kotzt richtig an, dass das Internet da Geld kostet, grundsätzlich. Das ja. Finde ich so doof, weil du bezahlst für ein Spiel den Vollpreis, ne, 70, 80 Euro teilweise. Ja, das ist bei Konsolen Standard. Nee, nicht PS3. Da habe ich kein Geld für Internet bezahlt. Nie. Nein, ich meine, dieser Preis für Spiele schon. Ach so, also das ist ja schon, muss man ja auch mal sagen, das ist ja mittlerweile schon Standard, dass ein Spiel einfach mal 60, 70 Euro kostet. Ja, auf jeden Fall. Und du bezahlst für ein Vollpreisspiel so richtig viel Geld und dann kannst du nicht alle Features nutzen, nur weil die noch irgendwie zu geizig sind, um da freies Internet zu geben. Das finde ich so affig. Und dann wird das immer von meinen Freunden so verteidigt, so ja, bla bla, guter Internet-Service und so. Ist doch vollkommen egal. Also ja, es mag ja auch sein, aber trotzdem, dafür sollte man einfach, das sollte einfach selbstverständlich sein, dafür sollte man nicht noch was extra verlangen. Ja. Oh Mann. Ich bin gerade im Arcade und mach mal ein bisschen hier so. Ja, da habe ich mein ganzes Geld verloren. Letztes Mal. Ich bin nur am Gewinnen. Nein, eigentlich nicht. Oh ja. Echt jetzt? Es läuft gerade ganz gut. Musst du schon mal spielen. Du musst immer die ganze Zeit am an diesem Automaten da spielen, ne? Und dann, da kommt dann irgendwann, wenn du genug Glück hast, also wenn du What the fuck? Geld da reingesteckt hast. Ich habe gerade ein Geld reingesteckt und habe 11 wieder rausbekommen, also einen Diamanten und. Oh.
Nicht schlecht, also ja, es läuft gerade. Du kannst da so einen Dollar rauskriegen, dann explodiert allerdings der Automat. Du kannst so halt so, man kriegt so 99 Münzen. Das ist richtig gut. Dann kannst du die anderen Sachen, diese Dinger da, Dingensen. Oh. Komm schon, noch ein Herz. Tatsache. Tatsache, ich räume hier gerade übelst ab. Wie geil. Ah, damit. What the fuck, man? Oh. Mal gucken. Na los, stirb endlich. Danke. Oh, eine Treubombe. Ich könnte natürlich da hinten auch nochmal dran gehen, weil ich jetzt so viele Herzen habe. Ah, jetzt hat sich der Typ verpisst und ich krieg einen Flyloff. Yeah. Ich hab Scheiß auf dem Kopf. Nein! Ja, gestorben. Scheiße. Bumsaki. Ja, verdammt, ey. Ist Stream an? Nein. Ah, verdammt, sonst kann ich dir zugucken. Bloodbag, HP ab. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich freu mich. Ich freu mich. mal gucken, wie lange ich überlebe. Also momentan, ich muss ja sagen, volle Herzen hast du denn? Volle Herzen, hab Shoot-Up, hab nochmal Bloodbag, hab nochmal, ach, ich hab alles. Nee, ich mein, wie viele Herzen insgesamt? Achso, 5. Achso, okay. 5. Da kann ich auch nochmal rein, weil ich so übelst viele Schlüsse hab. 10 Bomben nochmal. 18 Bomben habe ich jetzt. Alter. So muss das. Okay, wir haben Gemini. Da läuft man noch hinterher. Yes. Critical. Komm schon. Ich mach dich fertig. Hau. So. Boss ist fertig. Ich bin schon im Basement 2. Alter, und nochmal eine Box. Und nochmal. Heilige Scheiße, was geht denn hier ab, Mann? Da ist noch eine Pille, noch mehr Geld. Bumsaki. Two of Clubs. Holy shit, man. Jetzt habe ich noch 2 Soulhearts dazu bekommen. Ab wie viel Herzen schaltet man diese Maggie frei? Weiß ich gar nicht. Ist schon lange her jetzt. So, Heilige Scheiße. Scheiße, wie geht denn der Typ jetzt ab? Der Gemini, dieser Kleine. Nein, nein, ich selbst. Ach so. Ich sehe aus wie Scheiße. Aber ich schieße so viel Tiers pro Sekunde, das ist Wahnsinn. Ich kann eigentlich gar nicht mehr sterben, sagt er jetzt. So, warte mal. Wollen wir nochmal gucken. Und bei solchen Spielen wäre halt zum Beispiel eine Facecam cool, finde ich. Also bei Binding of Isaac geht zum Beispiel. Ja. Oder auch bei 4. Na, meine Webcam muss erst noch kommen. Ich habe mir so eine Microsoft Livecam bestellt. Mhm. Was ist Scheiß hier? Und da muss ich mal gucken. Und die funktioniert dann auch direkt mit dem Greenscreen, ne? Da muss ich mir dann allerdings, ich weiß nicht, ob Open Broadcaster Greenscreen unterstützt. Ich glaube nicht. Deswegen, da müsste ich mir dann gegebenenfalls ein anderes Aufnahmeprogramm suchen. Muss ich da mal schauen. Ich habe mal 14 Schlüssel einfach mal so instant. Es gibt ein Item, Skeleton Key oder irgendwie so. Da hast du direkt 99 Schlüssel. Das ist richtig cool. Müsste ich mal schauen. Ich finde ich immer irgendwas Cooles. Aber ich habe jetzt einfach mal Isaac genommen, weißt du, und den Standard-Charakter und ich räume hier gerade übelst ab.
Krass. Was ist das? Eine Karte. Das ist Emperor. Oh, eine Teleportkarte. Oh, direkt in den Bossraum. Gertie! Oh, ich mag den. Ja, kann man schon mit Bomben drauf spammen. Nein! Mich triffst du nicht. Okay, es läuft. Nein, du triffst mich nicht. Jetzt muss ich in den Bossraum mit einem halben Herzen und einem Schutzherzen. Oh, obwohl, das könntest du schaffen. Gegen Monstro. Ja, Monstro ist ja easy. Ja, nur wenn ich den richtig spiele gegen ihn. Aber das Ding ist, ich oh Mann, hält der viel aus, ey. Folge und so nicht mehr. Ich kenne die ganzen Attacken gar nicht mehr. Der hält zu viel aus, Mann. Und Spaß. Okay, jetzt ist er down. Er ist down, er ist down, er ist down. Und nochmal Tears Up? Du müsstest es einfach mal sehen. Jetzt müsste der Stream echt mal an sein. Ich habe gerade so viel Tears Up, das ist der Wahnsinn. Okay, gehe ich noch da oben in die Räume? Ja, ich glaube schon. Ich nehme einfach mal Tour of Clubs. Was ist das? Achso, gar nichts, okay. Lol. Gehen wir mal hier rein. Scheißraum. Aua. Na. Ja, Monstro habe ich gekillt. Nein. Nein. What the fuck? Oh, scheiße. Oh, Mann. Oh, Mann. Boah, ich bekomme gerade wieder richtig Bock auf so ein Horrorspiel. Ein Horrorspiel? Ja. Ja, ich bin jetzt mal, wie gesagt, auf 4 gespannt. Ja. Gucken, wie das wird. Pilz hier. Nochmal Tears Up. Wie der einfach nur abgeht. Du musst dir vorstellen, ich habe so eine Range über einen halben Raum und schieße so, glaube ich, 5 Tränen pro Sekunde. Wie geil das einfach nur ist. Das ist, wow. Okay, hier ist ein Suizidraum. Da liegt auch noch ein Herz da drüben. Na komm. So, haben wir noch Coin. Oh, Pride. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. Was macht der denn? Für geile Sachen. Und down. Ich habe da, glaube ich, jetzt 2-3 Sekunden drauf gespammt und der Gegner war down. Der Bossgegner wohlgemerkt. Find ich ja mal nice. So, das nehmen wir noch mit. Aber ich will mal den Tag nicht vorm Abend loben. Oder den Abend vorm Tag oder whatever, wie man das auch nennt. Ich bin gespannt. Hol ich mir das Herz noch? Ja, das Herz hol ich mir noch. Das kann nicht schaden. Wo bist du gerade? Welche Stage? Basement 2 erst. Ich bin hier im Akkad drauf. Nein, ich bin auch erst im Caves 1. Weil ich mir gerade noch so alles angucke. Und vielleicht noch was haben könnte. Hier ist die... Nein, ich Idiot. Die Map. Ja. Map. Die Map nehme ich auf jeden Fall mit. Das nehme ich mit. Und ja, das war's ja schon. Was bringt Strength? Weißt du das? Ja, Stärke würde ich jetzt mal annehmen. Ja, aber bringe ich da Herzen dazu oder werde ich stärker oder was? Ja, stärker wirst du, denke ich mal. Ja? Ja.
guck ich gleich. Aber halt nur in einem Raum, denke ich mal. Also nur für einen Raum. Deswegen, da müsstest du vielleicht schauen, damit du das geschickt und klug einsetzt. So. Ja, aber bin jetzt beim Endgegner. Ja, Bomb. Geheimraum. Noch mehr Geld. Der Typ ist forever alone. Also ich habe nochmal 14 Münzen. Können wir das und das nehmen? Gucken, was das macht. Oh, hier ist down. Damn it. Na gut, egal. Noch mehr Geld. So. Habe ich irgendwie einen Luck Upgrade? Cancer. Lucky Food, hast du das? Ne, Cancer habe ich. Weiß gar nicht, was das macht. Ich krieg keine What the fuck, wie geil ist die Map denn? Nee, scheiße. Ich würde gern fliegen. Irgendwie würde ich bei solchen Maps gern fliegen. Ja, ja, das gibt's aber. Ist halt rare. Oh ja. Nein! Ach, scheiße, Mann. So hat verschwindet. Los, komm. Gib mir Geld. Ich hab mehr als genug. Wieder eine blöde Fliege, ey. Ganzes Geld wieder verpulvert und nicht rausgekriegt. Nein, Mann. Oh, scheiße, Mann. Hilfe. Hm? Ja, ich krieg ja auch nicht auf die Fresse. Ich teile zwar auch ordentlich aus, aber ich krieg auch nicht auf die Fresse. 14 Schlüssel. Oh, so eine Scheiße, Mann. Boah! Ich hab grad instant mit meiner Leertastattacke diese beiden Würmer down gekriegt. Direkt, ey. Das war heftig. Geil. Ich habe jetzt so viel Tiers, das geht einfach nur ab. Ich feier das. Gehen wir da rein? Ja, da können wir eigentlich mal reingehen. Vielleicht gibt's da was. Eine Spitzhacke. Brauchen wir eigentlich nicht. Das Herz brauchen wir auch nicht. Wir könnten die Spitzhacke mitnehmen. Na, da können wir nehmen. Notched Axe. Damit kannst du dich durch Steine graben. Ist manchmal ganz hilfreich. Das Goldrauen. Okay. Kamikaze kann man da machen. Nee. Kamikaze ist scheiße. Kamikaze ist nicht so der Knaller. So. Hier weiter. Ich bin mal gespannt, wie weit ich jetzt komme. Ich bin in den Katakomben 2 schon. Ich hasse diese grünen Viecher, die so Giftbomben spammen. Oh ja. So. Oh, noch mehr Geld. Ah, Nickel. So, da oben ist ein Geheimraum. Ja, dann komm doch hier runter, Mann. So. Geht's weiter. Hier oben ist ein Geheimraum. Ich habe ja diese Map jetzt und damit sieht man ja alle Geheimräume. Ah, okay. Und das ist... Die sind doch direkt aufgesprengt schon, oder? Nee, das nicht. Das ist ein anderes. Das weiß ich aber gerade gar nicht, was das ist. Na, mal gucken. Hier rein. Spinnen. Oh, Arkade wieder mal. Ja, da könnte ich rein. Arcade wäre cool. Gehst du down? Gehst du down? Oh, eine Gabel. Isaac's Fork. Da muss ich nochmal gucken im Isaac Wiki. Was jetzt besser ist. Cancel, das sieht man wieder nicht. Warte mal. Items. Was ist denn die Grenze? Ja, es bringt, da werde ich stärker einfach. So rote Kugeln. Isaacs.
Fork. Ne, das findet man hier nicht. Also irgendwie ist dieses... Wiki auch manchmal ein bisschen ungenau. Ich glaube, ich bleibe einfach mal... Ich glaube einfach mal beim Cancer. Da habe ich eigentlich bis jetzt gute Erfahrungen. Ja. Scheint doch so. Der könnte uns eine Karte geben da oben, wenn wir Glück haben. Ja, macht er auch. Temperance. Ja, toll. Jetzt haben wir noch eine, einfach noch eine gespawnt. Na gut. Komm, gib uns was. We will all die one day. Ah. Nun gut. Alter, du sollst mir keine Fliegen geben, du sollst mir was Gutes geben. Irgendwas Geiles. Nein, jetzt bin ich rausgegangen. Ich Idiot. Komm schon. Ich hatte doch vorhin auch schon mal so ein Ding. Ja, das ist gut. Noch eine Fliege. Ich hasse diese Räume, die einfach nur richtig lange dauern. Ja, die sind nicht cool. Die ganze Zeit solche scheiß Würmer jagst und so. Ja, ich bin gerade im Arcade-Raum. So, ja. Hey, Fliege, leck mich. Komm schon. Herzen. Ja, geht doch. Ah, ich gebe jetzt mal restliches Geld aus und dann... Oh, Soul Heart. Das gefällt doch mal besser. Weißt du aus dem Kopf, was The Stars bringt? An Karte? Warte. Ja. The Stars? Ich hab's nachgeguckt. Okay. Ich hab's ausgetestet, weil ich gerade fast gestorben wäre. Da wirst du in den goldenen Raum teleportiert. Ah, das ist cool. Ja. Boah, ich krieg hier da unten nur Fliegen, Mann. Scheiße. Ja, komm schon. Bisschen HP könnte ich noch gebrauchen. Sehr gut. Komm, nimm all mein Geld. Ich habe jetzt noch 13, also noch kann ich ein bisschen spielen. Schlüssel. Ach, schon wieder so ein Scheißraum mit Würmern, ey. Mit Würmern? Ja, diese kleinen Scheißteile, die ich verfolge. Wow, 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 eine Treubombe. Der Witz ist nicht mehr lustig, der Typ ist gestorben, Mann. Na komm schon. Jawohl, 3 Bomben. Für ein Coin. Oh, noch 3 Coins. Also Leute, es könnte jetzt noch ein bisschen weitergehen. Ihr könnt ja vorspulen. Verdammt. Was denn? Der. Nein! Oh, verdammt, ey. Oh, Scheißteile, diese roten, die dich verfolgen. Boah, ich sehe ja so pretty aus einfach. Ich heule und hab eine Kiste und bin fett und... Ja. Ich bin einfach nur wunderschön. Und hab Scheiß auf dem Kopf und... Eine Zündschnur. Ich sehe wie ein glückliches Kind aus. Ja. Jedes glückliche Kind muss Scheiß auf dem Kopf haben. Genau. Sehr schön. Komm schon, jetzt noch ein bisschen... Jawohl. Bomben sind immer gut. So. Ich
Sehr schön. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, weil ich denke mal nicht, dass ich noch eine ganze Runde schaffe. Dann spiele ich mal Minesweeper. Minesweeper? Oh Gott. Oh ja. Ganz klassisch. Ja, meine Statistik übrigens, warte. Bei Profi 5 Spiele gespielt, gewonnen und 192 gespielt. Oh, HP ab. Bin ich auch. Nochmal HP ab. What the hell, man? Hast du schon alle Charaktere freigeschaltet? Ich glaube ja. Ich bin mir gerade nicht sicher. Gut, dann mal ab zum Bossraum. Ich bin eigentlich gut ausgestattet. Für The Husk. Oh ne, The Husk. Oh, der spammt auf Fliegen. Oha. Und ich spamme Tränen. Naja. Und der ist so schnell. Aber ich mache auch so Damage. Jetzt ist er down. Schon? Ja. Das geht so übelst schnell. Ranger up. Okay, jetzt schieße ich einmal über den ganzen Raum. Sehr gut. Und da oben kann man noch was... Wo bist denn du? Also... Hier kann man die Pfote oder den Fuß kaufen. Nimm den Fuß. Ich weiß ja nicht, was die bringen. Glück oder so. Lucky Food. Achso, okay. Ich könnte aber auch noch was nehmen. Die Tatze. Warte. Ach nee, nee. Ich weiß, was es ist. Was denn? Nee, ich dachte, das wäre diese Katze. Dieser Katzenkopf. Nee, ich lasse es jetzt einfach erstmal. Ich glaube, der Lucky Food. Der ist richtig scheiße. Ich glaube, der Lucky Food ist schon mal ganz gut. Ja. Der bringt mir schon mal. Boah, jetzt bin ich schon in The Deaths 1. What the fuck? Sehr gut. Die Runde bringt's, man. Okay, auch schon andere Musik jetzt. Und hier wird's auch schon deutlich schwieriger. Und ist. Ich kann nicht hier raus, Mann. Ich kann nicht raus! Hallo? Ich bin... What the fuck? What the fuck? Was ist los? Ich bin tot! Die haben mich da eingesperrt in der Ecke und hab alle Herzen verloren, scheiße. Oh, wie mies war das denn? Oha. Scheiße, Mann. Oh, es war so gut. Zu gut. Ja. Ah, scheiße. Das na gut, okay. Ist schon ein paar Mal passiert. So ein Scheiß. Dann haben wir jetzt 28 Minuten, einfach mal eine halbe Stunde Folge. Whatever. Oh, es war so gut. Schade, ich ärgere mich. Na gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe ich. Ja. Bei The Binding of Isaac. Oder einem anderen Projekt, wo auch das dabei ist. Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ja, ciao. Ciao.